Tja, und hallo. Eine andere Sache, wo ich mich freue, das zu lesen, ist, es gab in den 90ern Milestone Comics. Ein Versuch, mehr Diversity, also mehr breit gefächerte Sparten und Helden von verschiedenen Gruppen und ja, Kulturen reinzubringen. Ja. Jenseits von nur weißen Helden und nur weißen Bösewichten und so wollte man da ein bisschen mehr was reinbringen. Böse Zungen behaupten, dass DC zum Beispiel auf sein Black Lightning zurückgreifen muss, um zu sagen, ja, wir haben auch jemanden Schwarzes, ja. Aber damals zumindest war es ja bei Marvel auch nicht anders, da wie mit Black Panther oder so. Die mussten ja auch auf wenige afroamerikanische Helden zurückgreifen, ja. Danach kam ja Miss Marvel mit Kamala und so. DC hatte schon Jon Stewart, der aber auch nicht so breit genutzt worden ist in der Heldenära. Ich fand selbst Jon Stewart als Green Lantern-Fan natürlich sehr interessant in den animierten Serien zum Beispiel, aber auch vor allen Dingen in der Rolle dann, die er dann als Leiter des Green Lantern Corps innehatte. Ja, in den neueren Comics hat er diese Führungsposition sozusagen übernommen in der Serie The Green Lanterns oder Green Lanterns und auch Hal Jordan und das Green Lantern Corps war er als Leiter des Green Lantern Corps zu sehen. Ja. Er hat so ein bisschen vermittelt zwischen den Guardians und den Green Lanterns. Aber es ist jetzt eine ganz andere Story, ein ganz anderes Ding. Also, Milestone Comics startete 1992 unter dem DC-Label als Milestone Comics-Label. Sie haben im Prinzip die Rechte bekommen, alles Mögliche zu verfassen und zu machen. Und DC hat das Vorrecht zu überlegen, ob sie es veröffentlicht oder nicht. Da möchte ich zuerst mal die 90er Jahre Crossover-Reihe Worlds Collide lesen. Worlds Collide, das ist jetzt auch von dem siebten Comic-Heft, sag ich mal, ja. Also, nee, also von der Reihe, der siebte Teil, so wird es richtig heißen, Worlds Collide. Und da haben sie also die ganzen Helden von Milestone mit den Helden von DC zusammengetan. Ja. Die sind aufeinander getroffen durch einen, ja, durch eine Person, die dauernd in Metropolis abends schlafen gegangen ist und am nächsten Morgen in Dakota, also bei Milestone Comics quasi aufgemacht ist, dort gelebt hat den ganzen Tag, dann schlafen gegangen ist und dann in Metropolis wieder aufgewacht ist und so zwischen den Dimensionen oder zwischen den Welten hin und her gereist ist. Durch weitere Recherche hat sich dann ein Übergangspunkt durch ihn ergeben, ein Rift, ja, between those worlds, also eine Kluft zwischen diesen Welten, wo man hin und her reisen konnte. So ganz grob die Geschichte. Ich habe sie selbst noch nicht gelesen. Ich habe mir jetzt alle Hefte besorgt, die dazugehören zu dieser Reihe, die 90er Jahre Worlds Collide Reihe. Ja. Da ist das erste Superman, The Man of Steel, wo diese Sachen beginnen, sage ich mal. Ja, das ist dann Nummer 2 mit Hardware. Hardware ist auch quasi der Iron Man von Milestone Comics, aber ich würde ihm Unrecht tun, wenn ich ihn einfach nur degradieren würde als mal Iron Man. Im Prinzip ist er so eine Ein-Mann-Armee, ja, von Milestone Comics. Aber ihr könnt ja selbst im Internet recherchieren, Milestone Comics, Hardware und Icon und Static oder Static Shock sind sehr berühmte Figuren. Da ist Superboy mit Parasite, ne? Und da gibt es noch weitere Verwicklungen. Hier Superboy meets Girl in Icon. Icon ist das Pendant zu Superman quasi als afroamerikanischer Superman, der auch damals als Sklave im 18. Jahrhundert oder so war. Also quasi ein Alien, der auf der Erde gelandet ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, im Internet gibt es mehr. Steel und Hardware, ja, Heavy Metal. Das ist der sechste Teil hier, Blood Syndicate. Blood Syndicate war diese Heldenvereinigung dort mehr oder weniger. Kein Team, sondern Gangmitglieder, mehr oder weniger, ja, also, die aber Gutes bewerkstelligen wollten. Das ist, wie gesagt, das siebte Heft. Das ist das achte hier. Mit Superboy zusammen. Ja. Ich bin ganz gespannt auf diese Geschichte. Sie soll quasi in Comics einen Meilenstein darstellen, gerade was diese Minderheitenrepräsentation sein soll. Ich bin selbst kein Fan davon. Sowohl Minderheiten als auch, also, ja,
Was ist das Gegenteil von Minderheiten jetzt auf Deutsch? Fällt mir gerade nicht ein. Also, Majorities und Minorities, ja. Bin ich kein Fan davon, die zu exploiten, wirklich darauf hinzuweisen und so weiter und so fort. Ich bin ein Fan davon, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen und ein bisschen mehr politisches Potpourri reinzumischen, ein bisschen mehr Kultur, multikulturell, alles ein bisschen darzubieten. Aber ich bin nicht so der Fan davon zu sagen, das ist eine Minderheit oder das ist keine Minderheit oder so. Ich bin eher ein Fan davon, dass alle friedlich zusammenkommen. Ja, der Love, Peace and Unity-Typ. Ja, deswegen mache ich auch das Green Lantern Corps so. Nein, Quatsch am Rand. Also, ich finde es gut, dass diese breite Palette an Sachen von Meisel und Comics angestoßen dazu geführt hat, ein Umdenken in den Comic-Business in den 90ern voranzutreiben. Man denke aber nur, dass zum Beispiel jemand wie Spawn eigentlich auch ein Afroamerikaner ist, ja. Ich meine, Todd McFarlane hat ja seine Figur erfunden. Der Al Simmons war ja ein Armee-Veteran sozusagen, der hintergangen worden ist und gestorben ist, ein Pakt mit dem Teufel eingegangen ist und zurückgekommen ist. Ja. Ist nach wie vor ein Afroamerikaner als eigentliche Gestalt. Ja. Aber das war alles auch ein Novum damals noch mit afroamerikanischen Helden und sowas. Und meistens waren sie auch wie Spawn, sowas wie Anti-Helden. Oder die Figur war ein bisschen zerstritten oder sonstiges. Und Milestone hat so ein bisschen mehr breit gefächertes Potpourri anbieten können mit anderen Hintergründen, kulturell auch. Das hat man dann sehen können quasi, wie die Leute sowas vermisst haben. Jemand, der genau sie repräsentiert oder mal was abseits vom Weißen zeigt, ja. Ich meine, es gibt ja nun nicht nur Weise auf der Welt, das wissen wir alle. Ich als Weiser kann da wenig zu sagen, ohne vielleicht jetzt ins Radikale oder ins Rechte geschoben zu werden, weil irgendjemand dann vielleicht irgendwas in meiner Aussage sieht, was ich so nicht gesagt habe. Ich finde es gut, wie gesagt, dass es so ein breites Angebot, ein breit gefächertes Spektrum verschiedener Helden und Hintergründe und Figuren gibt. Ich finde das sowas immer gut. Mehr bleibt mir eigentlich dazu zu sagen. Ich habe mir auch Milestone Forever geholt und auf digital auch die Worlds Collide Nachfolgegeschichte sozusagen, wo das nochmal neu gemacht worden ist. Ich finde es schade, so wie ich gelesen habe, ist es zumindest so, dass bei diesem Worlds Collide Event von den 90ern, die hatten das gerade quasi im Kasten gehabt sozusagen oder die Hefte rausgehabt im Druck. Dann wurde mit Final Night, glaube ich, dem großen DC-Event in den 90er Jahren, alles nochmal auf Null gesetzt. Die Helden hatten eine andere Geschichte und so. Das wurde, glaube ich, ausgelöst durch Hal Jordan Parallax. War das diese Basis? Nee, das war Zero Hour. Ne? Mit Parallax war Zero Hour. Final Night war ja das mit dem Sonnenfresser. In Final Night hat sich auch Parallax geopfert. Aber in Zero Hour wurde alles auf Null gesetzt, weil Parallax gedacht hat, er könnte die Geschichte verändern, die Geschichte der Welt, der Erde, um alles ins Gerade zu biegen und die Bösewichte alle fernzuhalten von der Erde und so weiter und so fort. Und dort wurde quasi von DC alles auf Null gesetzt. Und dieses Event, wo Superman und andere Figuren auf die Figuren von Milestone Comics getroffen sind, war im DC-Universum zumindest vergessen. Im Milestone-Universum, also im Dakota-Universum sozusagen, die sind ja alle aus Dakota quasi, war es so, dass die Figuren sich daran erinnert haben. Aber halt die Figuren nicht. Ja, das war ein bisschen schade. Und dann hat man noch in den Nullerjahren, glaube ich, war das 2005, ein neues Worlds Collide gemacht. Und das habe ich mir digital geholt, werde das aber auch als zweites lesen. Ich werde mir jetzt erstmal das von den 90ern zu Gemüte führen. Wenn ihr wollt, kann ich auch ein bisschen was dazu berichten irgendwann. Ich hoffe, irgendwann auch im Jahre 2021 mehr Videos zu machen. Der Umzug ist jetzt vonstatten. Hier war übrigens mal dieses Tor, was ich in einem anderen Video gezeigt habe, dieses Garagentor, das ist jetzt raus. Hier ist eine Glaswand drin und alles. Also der Teil ist auch schon fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten hier und da und ja, durch Arbeit und so weiter und so fort geht das alles durch Stückchenweise. Aber ich hoffe, 2021 wird unser Jahr werden. Covid-19 wird besiegt werden und ich werde mehr Videos machen. In diesem Sinne, gebt euch wohl. Achso, nicht vergessen, abonnieren, einen Daumen hoch mir geben. Ja, alle YouTube-Sachen könnt ihr gerne machen, könnt gerne kommentieren. Ich bin da immer sehr viel am Schreiben, auch bei den Kommentaren von anderen Videos, dass ich dann auch irgendwas finde, wo ich denke, ich kann meinen Senf dazu geben, was ich nicht unbedingt immer mache. Ich bin auch oftmals der stille Teilhaber. Ja. Aber ich finde das immer gut, wenn man sich auch austauschen kann in den Kommentaren. Konstruktive Kritik vor allen Dingen, nicht nur böswillige Kommentare, sondern wirklich auch
sagen, was einen stört oder so, oder was man auch gut gemacht hat und so weiter und so fort, wie das auch woanders gehandhabt wird. Wie gesagt, schreibt rein, was ihr dazu findet, ob ihr die Events kennt, Worlds Collide und dieses Destroyer Duck, ob ihr das kennt und was ihr von Milestone Comics erhaltet und so weiter und so fort. Ja. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.